Kammerjobber zurück aus einem neuen Video hier in Georgien. Ich bin in der Stadt Sugdidi. Die Stadt kennen viele gar nicht. Und ich habe ein paar Gründe, warum ich hier bin. Der wichtigste Grund ist, weil ich von Mestia nicht direkt nach Tiflis fahren wollte, sondern ich wollte einen Stopp machen. Die Fahrt war mir zu weit. Deswegen wollte ich noch irgendwie eine andere Stadt dazwischen anschauen. Und Kutaisi waren wir ja schon. Und ich war schon ein paar Mal in Kutaisi. Und hier in Sugdidi war ich noch nicht. Und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, von Mestia hierher zu kommen, weil es nicht so weit ist, circa 3-4 Stunden mit dem Auto. Und dann kann man von hier aus mit dem Zug nach Tiflis fahren. Und dann gibt es noch ein paar andere Gründe, warum ich mir hier die Stadt anschauen wollte. Der eine Grund wäre, die Grenze zu Abchasien ist hier direkt an der Nguri Bridge. Da will ich morgen mal vorbeischauen, mal sehen, wie nah ich zur Grenze komme, zu dem abtrünnigen Gebiet. Und ein Grund wird definitiv nicht funktionieren. Und zwar, das ist so ein nationaler Abend, würde ich es beschreiben. Sogar der berühmte Marc Wiens war dort. Ich werde euch hier einen Link noch hinzufügen, da könnt ihr mal anschauen, was genau das ist. Also das ist wirklich ziemlich interessant, aber der Mann, der das veranstaltet, ist leider im Urlaub und er ist nicht da. Das ist also verdammt schade, dass es mit dem Abend nicht klappt, aber was soll man machen? Ich bin so ehrlich und manchmal funktionieren Pläne nicht. Ihr seht immer meine YouTube-Videos von anderen Content-Creator. Ja, alles wunderschön, aber in der Realität schaut es anders aus. Es ist manchmal doch nicht so, wie man sich's wünscht. Wir sind jetzt hier auch in der Region. Samegrelo ist auch eine ziemlich interessante Region, weil ich ziemlich viel über die Menschen hier gehört habe. Ja, sie haben auch eine eigene Sprache, wie in Svaneti, Negruli, und das Essen soll ziemlich gut sein. Deswegen werden wir auch in so ein typisches Restaurant gleich gehen und dort die lokalen Speisen essen. Also ein bisschen typisch georgisch auch, aber ich will die typischen Speisen hier aus Samegrelo natürlich probieren. Und dann werden wir morgen, wie gesagt, zu der Grenze gehen. Und dann gibt es noch ein interessantes Schloss, das werden wir uns auch noch anschauen. Dann werden wir noch sehen, ob die Stadt noch was zu bieten hat. Wir haben jetzt im Restaurant Diaroni zu Abend gegessen. Also das war echt mega gut. War zwar ein bisschen teuer für georgische Verhältnisse, also es ist wirklich eins der besten Restaurants hier in Sugdidi. Und der Service war auch recht gut. Der Kellner ist sofort gekommen, das Essen ist schnell gekommen. Also das hat man in Georgien hier nicht so oft. Also das war jetzt das teuerste Essen, was wir pro Person bestimmt hier in Georgien gezahlt haben. Ich denke, es war schon wert, weil die migrulische Küche war halt wirklich sehr, sehr gut dort. Ich habe zum ersten Mal ein paar Spezialitäten hier aus der Region gegessen, die ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich werde die bestimmt falsch aussprechen. Und die haben halt mega gut geschmeckt. Wow, also Sugdidi gefällt mir echt gut. Ich muss ehrlich gestehen, ein Stück besser als Kutaisi. Ich muss nur schauen, dass mich hier keiner überfährt. Ja, ich darf tatsächlich hier stehen. Schaut mal hier. Wow, das schaut echt nice aus. Wow. Also die Promenade hier ist in der Nacht eh mega schön. Und dann noch dieses Mosaik. Es ist ja, es ist tatsächlich ein Mosaik. Es sind lauter kleine Stücke, wenn man hier hingeht. Aber kann ich jetzt nicht, weil da die Straße ist. Ah doch, vielleicht von da oben, da werde ich jetzt gleich hingehen. Und es schaut mega nice aus. Lass uns mal schnell näher zum Mosaik hingehen, wenn uns keiner überfährt. Boah, jetzt werde ich fast geblendet. Und schaut mal, wie nice es ausschaut, ja. Jetzt erkennt man, dass es tatsächlich ein Mosaik ist, ja. Ich gehe mal vielleicht besser auf die Seite hier. Schaut mal, echt nice. Lauter kleine Stücke, also die Straße hier, der Sugdidi Boulevard bis zum Schloss ist echt nice. Und hier nochmal vom ganzen Arm, alles kleine Stücke. Und ein paar Poser hier mit den Autos. Das gehört sich natürlich bei so einem Boulevard auch mit dazu. Der lädt natürlich mit seinen vielen Spuren dafür ein. Und ja, so viel zu Sugdidi. Erster guter Abend. Stadt gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut dafür, dass es so eine kleine Stadt ist. Es ist ziemlich nice, ziemlich sauber. Jetzt ist es circa 8 Uhr früh. Ich laufe hier ein bisschen durch den Sugdidi Boulevard rum. Eigentlich ganz schöner Park, also gefällt mir echt gut. Dann werde ich in meinem Hotel frühstücken gehen. Dann werden wir später zum Schloss gehen, weil jetzt wird es, denke ich, noch zu sein und wird wenig los sein. Jetzt kann ich hier schön rumlaufen, keiner stört mich beim Filmen. Vielleicht werde ich noch zum Markt gehen, wenn ich Zeit habe. Ich habe mir jetzt so als Ziel gesetzt, 9:30 Uhr zu frühstücken. Bis 9:30 Uhr schaue ich mir ein bisschen die Innenstadt an. Die ist ja relativ klein und unser Hotel ist wirklich zentral. Die Stadt ist wie jede georgische Stadt in der Früh verschlafen, weil hier es nicht wie bei uns um 7 Uhr schon losgeht. Hier spielt das Leben sich erst so ab 9 oder 10 ab. Tatsächlich denke ich, dass Samegrelo und Sugdidi schon Potenzial haben. Das schaut, wie gesagt, echt nicht schlecht aus. Hier ziemlich grün, der Park vor dem Schloss. Aber das hier ist dann halt wieder trist. Also da sollte man den Park ändern. Ich will gar nicht wissen, wer hier am Abend und in der Nacht rumhängt. Weil da das schöne Grüne
dann kommt man wieder hierher. Das Brutalistische und auch der Boden. Schaut mal her, sehr gefährlich. Überlegt euch mal, kleine Kinder laufen dann herum und fallen da runter. Ja? Ich weiß gar nicht, was das hier für einen Sinn macht, da diese Gitter zu machen. Die Platten wieder unbefestigt und auch die Dinger hier. Was sind das? Alte kommunistische Verkaufsstände oder was? Die wahrscheinlich schon 10 Jahre zu sind. Also den Platz könnte man schon ein bisschen herrichten und schöner machen, weil es ist ja da direkt vom Schloss. Und der Park, der ist wirklich schön. Also da kann man wirklich nichts sagen. Aber wieso sind die Dinger hier noch offen, ja? Also die könnte man wirklich abreißen. Dann könnte man was neu machen. Also eigentlich schaut es hier echt nicht schlecht aus. Aber man müsste halt nur diesen Park errichten. Schaut euch mal das an. Das funktioniert doch schon jahrelang nicht mehr. Oh, jetzt werde ich hoffentlich nicht von so einem Hund angegriffen. Ja, und die Kinder gehen da wahrscheinlich rein und machen nur Blödsinn. Das verleitet ja nur, Blödsinn zu machen. Und später zeige ich euch nochmal so eine Hut. Ja, wobei Hut hört sich so schlimm immer an. Aber später werden wir da dann wieder den Weg zurück zum Hotel gehen. Oder wir können jetzt den Weg gehen. Lasst uns doch mal jetzt den Weg schnell da gehen. Dann kann ich euch da mal das Wohnviertel zeigen in Sukdidi, ja. Und so schaut so ein typisches Viertel hier in der Innenstadt aus. Also die Häuser schauen nicht so schlecht aus. Aber das ist ja auch oft so der Fall in Georgien, dass die Häuser von außen vielleicht nicht so top ausschauen, aber von drinnen schauen die wirklich super aus. Also super eingerichtet. Und ihr dürft auch nicht vergessen, wir wohnen ja in Deutschland fast überall zur Miete und denen gehört die ganze Wohnung, ja. Also es ist immer ein Unterschied, wie viel man Geld auf dem Konto hat und was man für ein Vermögen hat, ja. Also viele Leute erben dann einfach mal so eine 100 Quadratmeter Wohnung und dann dort mit der Familie zu wohnen. Auch wenn man natürlich wenig Gehalt hat, ist jetzt nicht so schlecht, ja. Also es ist auf jeden Fall besser, als wenn man Miete zahlt und dann noch die anderen Kosten hat. Also so eine eigene Wohnung ist schon Gold wert. Und wer weiß, ob das später in ein paar Jahren noch sein wird, wenn dann irgendwie alle ihre Wohnung verkaufen müssen, weil sie dann doch Schulden haben. Also das müsste man dann schauen. Genau. Hier, so schaut so ein typisches Viertel in Sukdidi aus. Hier mit so einem Spielplatz. Da die Fassade. Wir gehen mal schnell beim Restaurant vorbei, wo wir gestern Abend gegessen haben. Das zeige ich euch auch nochmal. Und hier nochmal die Fassade. Also direkt in der Innenstadt. Ich meine, man kommt runter. Man hat einen Park, wo die Kinder spielen. Es gibt einen kleinen Sportplatz. Man hat direkt den Sukdidi Boulevard da. Man kann in den Schlossgarten spazieren gehen. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Und hier noch so ein Gebäude. Was das sein könnte? Public Service Hall. Also anscheinend irgendwie für Behördengänge und so weiter. Da gibt es noch eine Wedding Hall. Also für Hochzeiten. Schaut schon nice aus. Also ich muss sagen, Sukdidi, eine der schönsten kleinen Städte auf jeden Fall. Ja. Wenn man jetzt Tiflis und Batumi außer Acht lässt. Aber von den kleineren Städten her überrascht mich das. Also ich hätte es mir eigentlich ehrlich gesagt viel ärmer vorgestellt. Vor allem, weil es halt so eine Region ist, die nicht so touristisch ist. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal kurz das Restaurant, wo wir gestern gegessen haben. Das war das hier, Diaroni. Jeder hat empfohlen, hierher zu kommen. Und es war schon gut. Also ich kann wirklich nichts sagen. Aber preislich ist es halt schon ein bisschen teurer. Das muss ich euch zugestehen. Und wir gehen jetzt zum Farmers Market. Endlich mal schaffe ich es zum Markt in der Früh zu gehen. Wobei, ihr könnt in Georgien immer zum Markt gehen. Da ist immer was los. Und was sehe ich denn da? Schaut mal her. Da ist die Mall, die ich gesehen hatte. Ich wusste gar nicht, dass sie so zentral ist. Da ist die Sukdidi Mall. Schaut interessant aus. Mal sehen, was es da so zu kaufen gibt. Könnt ihr natürlich nicht vergleichen mit einer Shopping Mall wie bei uns. Aber würde mich schon interessieren, was man hier so kaufen kann. Tatsächlich ist Georgien für uns günstig. Aber für die einheimische Bevölkerung ist Georgien nicht so günstig, deswegen kaufen viele in der Türkei ein. Ja? Also die Türkei ist ja nicht so weit, von Sukdidi vielleicht ein bisschen schon, aber für die Leute, die in Adjara sind, in Batumi, die kaufen dann wirklich in der Türkei ein, fahren über die Grenze für einen Tag und kaufen dort ein. Vor allem die Klamotten sehr, sehr günstig sind. Ja? Krass, ich war jetzt auf dem Markt und der ist einfach mal riesig. Also der größte Markt, den ich hier in Georgien auf jeden Fall besucht habe. Thank you.
Viel größer als der Markt in Kutaisi, viel größer als die Märkte in Batumi. Also der Markt war ja riesig, ich habe den Weg nicht mal rausgefunden. Und ich muss jetzt schnell zum Hotel, weil ich frühstücken will. Dann werde ich später auf jeden Fall nochmal zu dem Markt gehen, weil da gibt es ja alles. Da gibt es ja alles, was du willst, kannst du dort kaufen. Und ich habe nicht mal den Ausgang dann gefunden, weil der Markt so riesig ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass Zugdidi so einen riesen Markt hat. Da war jetzt schon einiges los, aber es hat nicht mal alle Stände offen. Ja? Ich will später nochmal zurückkommen, wenn alles offen hat. Und dann wird es bestimmt noch krasser sein. Und die Sachen muss ich auch wechseln, weil ich bin hier voll durchgeschwitzt und muss wieder Sachen wechseln. Es ist bei dem schönen Wetter leider so. Und wow, also ich bin echt begeistert von dem Markt. Wer echt so ein Liebhaber von Märkten ist, so wie ich, der muss nur wegen dem Markt eigentlich hier nach Zugdidi kommen. Also es war ja mega, wie groß er war, ja. Also unglaublich, dass in Zugdidi, in so einer Stadt, wo man es gar nicht denkt, dass es so einen großen Markt gibt. Also das hat mich echt begeistert. Der Markt ist wirklich toll. Also super. Und da gibt es wirklich alles. Alles, ja. Ich hatte jetzt eins meiner schlechtesten Frühstücke während meinen Aufenthalten in Hotels generell. Also das war mega klein, mega schlecht. Also für so ein großes Hotel, so ein kleines Frühstück, also das war wirklich eigentlich nicht erwähnenswert. Also morgen werde ich da bestimmt nicht hingehen, vielleicht nur ein Getränk holen oder so. Aber das war wirklich gar nichts, ja. Also da hätte ich schon viel mehr erwartet. Ich weiß auch nicht mehr, was ich fürs Hotel gezahlt habe. Das Zimmer werde ich euch ja auch noch zeigen, aber war jetzt nichts Besonderes. Und ich habe zum ersten Mal jetzt richtig die megrulische Sprache, wenn es so heißt, gehört. Ich saß in der Lobby und dann haben die ihre eigene Sprache gesprochen. Ich glaube, das haben die extra gemacht, weil die dachten, ich wäre Georgier oder sowas, damit die nicht verstehen, über was die reden. Und das hat sich mega eigenartig angehört. Also ich habe nicht mal die Wörter verstanden, was die gesagt haben. Also ich könnte die Wörter nicht wiederholen. Also es war ganz eigenartig, also wirklich komische Sprache. Ganz anders wieder als Georgisch und Svanuri. Boah, man muss Georgien einfach dafür lieben, wenn man diesen Zugdidi Boulevard entlangläuft. Da sitzen die ganzen Leute, die nicht recht viel zu tun haben. Und dann schauen die dich an und denken wahrscheinlich, boah, wir sitzen hier schon 30 Jahre lang an der gleichen Stelle. Wer ist das? Den haben wir noch nie gesehen. Also wirklich krass. Man fühlt sich wie auf so einem Catwalk, ja, wenn man hier vorbeigeht und die ganzen Leute sitzen auf den Bänken und schauen dich genau an. Die sitzen schon so 200 Meter vor dir und dann fangen die schon an zu schauen. Dann gehst du vorbei, schauen die, bist du hinter denen, drehen noch den Kopf um und schauen auch dir hinterher. Ja, also das ist hier echt krass. Und jetzt gehen wir zum Schloss. So schaut hier ein bisschen die Umgebung aus. Da vorne ist dieser Schlosspark, wo wir gestern Abend waren. Und dann werden wir jetzt auch ins Schloss reingehen. Ein bisschen erst den Park draußen anschauen und dann zum Schloss rein. Interessanterweise ist das Schloss mitten in der Innenstadt. Also ich habe nicht viele Schlösser gesehen, die direkt in der Innenstadt sind. Die meisten Schlösser liegen ja irgendwie außerhalb von so Städten oder auf so einem Berg oder sowas. Und jetzt schauen wir uns das Schloss Dadiani an. Schaut mal her. Prinz Nico. Dadianis Palace. Aber leider gehört mir das Schloss nicht. Also der Schlosspark ist schon gut gepflegt. Liegt auch daran, dass hier halt wirklich was gemacht wird. Schaut mal, da wird jetzt das Gras hergerichtet. Und so schaut hier der Schlosspark aus. Ja, echt nice. Aber wir gehen jetzt da nicht unbedingt durch, weil da haut jetzt die Sonne wirklich rein. Hier unter den Bäumen ist es noch ein bisschen kühl, aber da drinnen, da wird es mega warm sein. Der Schlosspark ist übrigens immer auf, also ihr könnt hier auch am Abend hierher kommen und entspannen, genießen. Vielleicht auch was Kleines zu trinken mitnehmen. Und wir gehen jetzt ins Schloss rein, wobei ich habe gehört, man soll zuerst in die Kirche gehen. Also vielleicht gehen wir zuerst in die Kirche rein und dann gehen wir in das Schloss rein.
Wir waren jetzt im Schloss drinnen. Es ist zwar nicht so groß, aber ich habe auch kein Problem damit, ehrlich gesagt. Auf den Fotos sah es ein bisschen größer aus, aber ist jetzt nicht schlimm. Und der Park ist dafür sehr groß und schön hergerichtet. Schaut mal her. Also wirklich top. Kann man nichts sagen. Und der Eintritt ist ziemlich günstig. Der Eintritt war jetzt 5 Lari. Man konnte schon ein bisschen was anschauen. Typisch für Georgien natürlich Münzen, Schmuck und so weiter. Und man konnte einen Teil vom Inneren, vom Schloss sehen. Vor allem Gemälde und Waffen. Wer hier in Sugdidi ist, sollte schon hier vorbeischauen. Also allein hier im Park rumlaufen und chillen. Wenn es vielleicht nicht so warm ist wie heute, ja, gefühlt 35 Grad. Und dann kann man auf jeden Fall das Schloss mitnehmen. Weil für 5 Lari ist es wirklich günstig. Und ich weiß nicht, ob man da hinten noch reingehen kann. Das schaut auch interessant aus. Schaut ein bisschen neu aus. Aber die Fassade schaut auf jeden Fall besser aus als von dem größeren Schloss hier. Ja. Weil das könnte man vielleicht ein bisschen noch aufhellen, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob man das darf oder nicht. Ich war zum Beispiel in Ushkuli, da hat mir ja eine Frau erzählt, da ist die Fassade zusammengebrochen und die durften die nicht renovieren, weil UNESCO gesagt hat, nein, ihr dürft es nicht. Wir müssen es machen. Also ich habe auch keine Ahnung, wie das bei so Schlössern funktioniert, wie es auch mit den Kosten ist und so weiter. Es lässt sich immer einfach sagen, ja, streich doch mal die neue Fassade oder nicht streichen. Vielleicht darf man die ja gar nicht streichen, weil die Schlösser so alt sind. Sondern renoviert die Fassade. Das lässt sich immer leicht sagen, aber ob das so einfach ist, ist immer eine gute Frage. Und jetzt gehen wir ein bisschen zurück zum Hotel und es ein bisschen frisch machen, weil es doch warm ist. Und dann bin ich echt gespannt. Wir werden dann zur Grenze gehen, ja, zur abtrünnigen Region Abchasien. Und da werde ich euch ein bisschen da mehr erzählen. Also da bin ich echt gespannt, wie weit man kommen kann, ob man wirklich bis zur Brücke kommt. Wir springen jetzt ein bisschen in die Zukunft und dann wieder in die Vergangenheit. Ich bin jetzt hier am Bahnhof von Kuta Issi Airport und danach werde ich euch das Hotel in Sugdidi zeigen. Ich hatte noch keine Zeit, über mein Erlebnis an der Grenze zu Abchasien zu sprechen, aber das werde ich jetzt schnell tun. Dann werde ich euch jetzt mal schnell sagen, wie es dort so abgelaufen ist, weil ich durfte dort keine Fotos und keine Videos machen. Im Prinzip ist es eine Fahrt mit einem Auto vielleicht 15 Minuten und mit dem Bolt oder Taxi kostet es wahrscheinlich so 9 Lari. Und wir sind dann zu dem Checkpoint gefahren, also ihr fahrt zu dem ersten Checkpoint, nicht zur Brücke, ja. Weil viele Berichte schreiben ja, man kann direkt zur Enguri Bridge fahren, aber nein, davor ist ein Checkpoint. Ihr fahrt zu diesem Checkpoint und dort sind lauter Parkplätze und das ist im Prinzip eine Polizeistation, weil Georgien akzeptiert natürlich Abchasien nicht, deswegen gibt es keine Grenzpolizei oder Stempel oder ähnliches, sondern Polizisten, die halt die Autos kontrollieren. Und dort lassen die ganzen Leute ihre Autos stehen und gehen dann zu Fuß über die Grenze. Oder sie montieren ihre Plaketten ab, also die georgischen, und machen dann die abchasischen Plaketten dran. Ja. Die meisten Menschen, die über die Grenze gegangen sind, waren eigentlich ethnische Georgier, die in dem Ort Gali wohnen. So ein bisschen krimineller Ort, so ein schwarzes Loch, wo keiner irgendwie kontrolliert werden kann und so weiter. Ja. Also wenn man sich da die Geschichte um dieses Dorf oder diese Stadt anhört, dann klingt es schon ein bisschen ja, zwielichtig. Also da könnt ihr mal im Internet über Gali ein bisschen was lesen. Auf jeden Fall, die Leute haben dann ihre Plaketten montiert, die abchasischen Plaketten montiert. In ganz Georgien habe ich gar keine einzige abchasische Plakette gesehen und dort auf einmal an der Grenze hat die dann jeder montiert und dann habe ich zum ersten Mal die Plakette von denen gesehen. Ich habe dann bei der Polizeistation gefragt, ob man bis zur Brücke zu Fuß gehen kann und er musste erst seinen Chef fragen, hat so vielleicht 10, 15 Minuten gedauert. Und dann habe ich dort meinen Ausweis gelassen und ich konnte dann zu Fuß zur Brücke gehen. Aber vor der Brücke ist dann noch so ein weiterer kleiner Checkpoint und dann durfte ich nicht ganz bis zur Brücke gehen. Ich bin dann zu diesem Checkpoint zu Fuß gegangen, da hat man jetzt nichts Besonderes gesehen, außer so ein Denkmal, wo so eine Pistole ist. Der Lauf der Pistole ist dann zugeknotet, wahrscheinlich so ein Denkmal, dass kein Krieg herrschen soll. Da durfte ich dann ein Foto machen, da habe ich gefragt, aber von allen anderen nicht. Aber es war jetzt auch nichts Besonderes, wo ich jetzt unbedingt ein Foto oder Video machen könnte, weil man hat die Brücke leider von dem zweiten Polizeicheckpoint nicht gesehen. Man hat auch die abchasische Flagge nicht gesehen oder so, ja. Also es war schon interessant, mal anzuschauen, wie die ganze Situation so um die Brücke ist. Aber es ist jetzt nichts so Besonderes. Also ich könnte natürlich auch übertreiben und erzählen und so weiter, aber ich will ehrlich zu euch sein. Also ich habe mir schon vielleicht mehr erhofft, dass man wenigstens zur Brücke gehen kann und dass man rüberschauen kann. Aber so ist es nicht. Ich habe schon mehr bekommen eigentlich, als ich durfte. Also dass man da überhaupt zu dem zweiten Checkpoint gehen kann, war glaube ich schon so eine Sache. Und ich musste ja meinen Ausweis hinterlassen. Ich habe meinen Pass nicht dabei gehabt, aber er hat gesagt, ja gut, dann lass deinen Ausweis wenigstens da. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und dieser Checkpoint ist immer von 7 bis 19 Uhr offen. Also zu der Zeit könnt ihr euch das anschauen.
Und ich würde empfehlen, schon früher zu kommen. Ich war relativ spät da, da war wenig los. Ich denke, in der Früh ist schon mehr los, wenn die Maschutkas hin und her fahren. Und auf dem Weg dahin gibt es noch ein paar so interessante Gebäude, wo es so Mosaik gibt und so. Da kann man vielleicht ein paar Fotos machen, Schulen und so. Und ja, also ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man wirklich nach Abchasien gehen kann. Ich habe keinen YouTuber gesehen, der es irgendwie dahin geschafft hat und Videos gemacht hat, weil viele YouTuber waren ja mittlerweile in Afghanistan, Irak, Südsudan, Sudan und was weiß ich wo, wo es gefährlich ist. Aber tatsächlich in Abchasien hat es irgendwie keiner geschafft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auf der anderen Seite von der Grenze schon hart kontrolliert wird. Ja. So viel zu meinem Ausflug an die Grenze. Es war jetzt nicht spektakulär, aber ich fand schon interessant, ja, dass man so sieht, wie es dort ausschaut. Ich habe jetzt auf dem Weg auch nicht bemerkt, dass da Schäden vom Krieg waren oder so. Also es waren jetzt nicht so zerstörte Gebäude mit Einschusslöchern oder sowas, sowas jetzt nicht. Auch keine Flüchtlingscamps oder so. Es war eigentlich ganz normal, also wie als wäre es eine normale Straße. Also nicht irgendwie anders als die anderen Straßen, wo wir gefahren sind. Und genau, so sah das aus. Und jetzt werden wir wieder zurückspringen nach Sugdidi und dann werde ich euch mein Hotelzimmer zeigen. Unsere Zeit in Sugdidi und in Georgien leider auch ist vorbei. Ich zeige euch nochmal schnell das Hotel Grand von drinnen. So schaut es aus. Also eigentlich recht einfach gehalten. Ich bin echt gespannt, was ich dafür gezahlt habe. Ich weiß es gar nicht. Also einfaches Zimmer, nur das Bad. Boah, das riecht halt ein bisschen. Das ist, ja... Also das war jetzt nicht so gut, da braucht es ein bisschen nach Kanalisation. Das Frühstück war eins meiner schlechtesten Frühstücke, was ich jemals hatte. Also das Hotel war echt nicht gut. Wenn man ein oder zwei Tage in Sugdidi ist, dann ist es okay, weil es ist echt zentral. Das ist halt ein großer Pluspunkt und es gibt einen Supermarkt, der 24 Stunden auf hat. Also ein, zwei Tage ist okay. Wer aber irgendwie länger in Sugdidi sein sollte, weil er Familie hat oder weil er auf einem Business-Trip ist oder was weiß ich was, sollte auf jeden Fall nicht hier für eine Woche kommen oder so. Da sollte man sich dann schon ein besseres Hotel suchen. Aber ich habe auch gesehen, es gibt, glaube ich, bessere Zimmer. Also irgendwie sind wir in so einem Zimmer, was jetzt nicht unbedingt gut ist. Aber oben wurden, glaube ich, Zimmer renoviert. Also wenn man in den höheren Stockwerken ist, dann ist es schöner. Genau, das war es jetzt in Sugdidi. Also Sugdidi hat mir ehrlich gesagt besser als Kutaisi gefallen. Sehr interessante Stadt, schön zum Laufen, ziemlich klein gehalten. Man weiß genau, wo man hingeht. Schöner, super großer Markt. Also der Markt war super, das Schloss war auch interessant, der Park draußen war nice. Also ich empfehle jeden, der nach Mestia kommt, auch mal mit dem Zug nach Sugdidi zu fahren, Sugdidi mal eine Nacht hier zu bleiben, sich mal den Markt anzuschauen und dann weiter nach Mestia zu fahren. Weil insgesamt von Tiflis nach Sugdidi und dann gleich nach Mestia, das ist schon so eine schöne weite Strecke. Man kann schon mal so eine Nacht hier Pause machen und die Stadt sich dann anschauen. Wie gesagt, den Markt, ja, den hype ich, aber ich denke, das ist für jeden aus Westeuropa schon eine große neue Erfahrung. Und Georgien war super, also Ushguli, wow, also Ushguli war mega nice. Ich will auf jeden Fall da irgendwann mal nochmal kommen und kommt auf jeden Fall nach Ushguli, wirklich einer der schönsten Orte, wo ich war. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder in einem neuen Land. Zum ersten Mal werde ich in diesem Land sein, da bin ich echt gespannt. Ich habe echt lange gewartet, bis ich in dieses Land reise und endlich habe ich es jetzt geschafft. Ich freue mich schon wirklich auf dieses Land. Und welches Land es sein wird, das seht ihr im nächsten Video. Also macht's gut, bis dann, ciao.